Man muss sich einfach entscheiden, fürs Leben oder fürs Theater. Und wenn du dich fürs Theater entscheidest, musst du die Konsequenzen tragen, genauso wie wenn du dich für ein Kind entscheidest. Das Theater alleine ist nicht das Leben. Es gibt echt viele Schauspieler. Manchmal ist es doch hier sehr bürokratisch, hierarchisch. Aber ich finde das wirklich den schönsten Beruf auf der ganzen Welt. Behaupte ich mal. Ich kenne ja keine andere. Du hast ja auch Film gemacht, ein bisschen. Ja. Und hast du da genauso viel Spaß wie auf der Bühne oder fehlt dir da irgendwas? Oder was es kommt total drauf an. Unterbauen habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Das hat aber ganz viel damit zu tun, dass Ludi Büttgen ein ganz toller Regisseur war, fand ich. Den ich wirklich verehrt habe. Also, weil der hat alle Menschen gleich behandelt. Mhm. Am Set. Ob das die Klofrau war oder die Hauptdarstellerin. Das war, fand ich, wirklich groß. Ja. Weil er ein großes Herz hatte. Wenn du in so einem Film wirklich im Zentrum bist und das Gefühl hast, du kannst ganz viel mit so entscheiden, dann ist es toll. Mhm. Und das war der Fall bei Unterbauern. Aber wenn du so in so ein Team reinkommst, was schon irgendwie lange miteinander dreht, irgendwie in so ein Tatort oder sowas, wo du nur einen halben Tag hast und die kennen sich alle schon und da ist man immer so als Fremder. Das ist man eigentlich froh, wenn man das Gefühl stört ein bisschen. Ja. Und dann möchte man den Laden auch nicht aufhalten, möchte schnell seine Szene spielen, dann ist man wieder weg. Dieses One Day, Next Set, Hopping, das ist nichts für mich. Also dafür habe ich gerne auch eine soziale Anbindung. Ich freue mich, wenn Leute mich kennen oder wenn ich Leute kenne. Und man hinterher irgendwie noch eine Suppe essen geht. Oder also mit Ludi sind wir irgendwie, das war die Pfifferlingszeit, wir haben, glaube ich, jeden Abend Pfifferling verputzt. Es ist einfach eine andere Arbeit. Es ist eine komplett andere Arbeit. Das ist ein ganz anderer Beruf. Ja. Filmschauspieler, finde ich. Für mich ist es ein bisschen unterschiedlicher Sport und du entwickelst unterschiedliche Muskeln. Es ist wirklich so ein bisschen, das eine ist Sprinten, das andere ist 4000 Meter Lauf. Mhm. Also wenn du lange nicht gespielt hast und du musst wieder ein langes Stück spielen, ist es eine unheimliche Konditionsgeschichte. Mhm. Ich finde, wenn du Filmschauspieler auf der Bühne siehst, siehst du, was der Unterschied ist? Das merke ich bei denen jetzt hier, die nur Fernsehen machen, das ist dann so einen langen Bogen spielen und so, ne? Das ist eine ganz andere Kondition, die du da brauchst. Auch stimmlich. Und wenn du Theaterschauspieler in schlechten Filmen siehst, siehst du auch, was der Unterschied ist. Also das erste Mal war es immer viel zu groß, viel zu viel, bis man sozusagen so das alles irgendwie zurücknimmt. Für mich war das so ein bisschen Learning by Doing. Wenn du einen guten Regisseur getroffen hast, dann warst du auch gut und wenn du einen Blöden hattest beim Film, dann warst du schlecht, weil du kannst das so wenig beeinflussen. Im Theater kannst du es viel mehr beeinflussen. Eigentlich müsste man das auch lernen in der Schauspielausbildung, weil es eigentlich irgendwie dazugehört, aber trotzdem wahrscheinlich so viel Zeit verschlucken würde, dass staatliche Schulen sagen, das machen wir nicht. Aber es gibt ja, glaube ich, auch in Potsdam, da kannst du beides machen, sowohl Film als auch Theater. Ich hatte jetzt nicht so viel mit Film und Fernsehen zu tun, was ich halt so mitbekomme. Auch die Leute, die ich da kennenlerne, das ist so, es fühlt sich immer so ein bisschen an wie so schnelle Abfertigung. Und dann wird sehr lang darüber geredet, wie es aussieht und wo man die Kamera aufstellt, damit es so und so aussieht. Ein großer Fokus auf die Technik. Einfach. Genau, genau. Ja. Es gibt manchmal das Gefühl, jetzt ist nur die Technik wichtig. Mhm. So. Und man ist sowieso das letzte, kleinste Rad. Es gibt dann Schauspieler, die können sich das nehmen und machen den Moment groß. Zu denen gehöre ich nicht so. Ich habe das Gefühl, na gut, dann nehmt das halt auch noch mit, dann bin ich verschwunden hier. Ich denke halt ganz oft, das hat gar nichts mit mir zu tun. Das glaube ich aber, dass das bei guten Filmen halt eben nicht so ist. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es Filmregisseure gibt, die das eben genau nicht machen. Und da würde ich halt gern, da wäre ich gern dabei. Also das war bei Unterbauern so schön, weil ich ja auch vom Bauernhof komme und ich habe das Gefühl, irgendwie, dass nach zwei Drehtagen, das ist irgendwie alles meins, die anderen sind alle meine Gäste. Also die Kamera ist auch mal, die sind irgendwie so heute mal meine Gäste und die dürfen da so sein, aber eigentlich ist das hier meins und die Tiere kennen mich und ich habe mein Pferd und so und die Kuh dreht sich um, wenn ich vorbeigehe. Da war mir das auch egal, ob wir jetzt springen von heute auf morgen und so. Ja.
war auch total jung. Das waren die drei wunderschöne. Ich hätte am liebsten wäre ich wieder in dieses Jahrhundert eingetaucht. Und der Gegenbeispiel, ich war auch drei Monate bei Buddenbrooks drin, hatte auch irgendwie 25 Drehtage. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie das war die Hölle irgendwie. Also. Und ich fand schön, dass es so realistisch ist. Also, dass man draußen ist, dass man irgendwie im Supermarkt steht. Dann war ich mal in der Skihalle. Also, man ist immer an dem Ort, wo man dann auch ist. Also, ich war noch nie, ich habe auch nicht so viel gedreht, aber ich war jetzt nicht, die Studio bauen wir irgendwas auf. Wobei ich glaube, das fände ich auch super, wenn man auf einmal was nachbaut und man steht dann in so einem Raum, der aber irgendwie nachgebaut ist. Die Erfahrung kann man machen, dass wirklich einer, wenn er denn ein großes Herz hat und irgendwie so oft so ein ganzes Set bestimmen kann. Das ist wirklich so. Also gerade auch beim Film. Von der Atmosphäre. Von der Atmosphäre, ja. Mhm. Von der Atmosphäre. So. Ich mag gerne Filme. Also ich mag die Arbeit. Ich finde die ganz anders als die Theaterarbeit. Ich finde, das ist konzentrierter. Man muss so irgendwie bei sich bleiben, weil man das nicht so rausballern kann, weil da ja erstmal auch gar nicht Leute sind, so, sondern mich fasziniert das, dass die so kleinteilig und so genau ist und dass da so viele Menschen, ist nicht nur der Schauspieler, der jetzt also der Schauspieler, der auf der Bühne steht und den Leuten was erzählt, sondern da ist die Kostümfrau, die dann sagt, der Ohrring erzählt das, deswegen machen wir das dran. Das sind die Leute, die die Wände, die Tapeten machen, von dem jedes Requisit erzählt sozusagen etwas über den Menschen, den man da gerade spielt. Und das finde ich so toll. Also man hat so ein Team, was zu der Geschichte dazu tut in seinem, also die Musik, der Ton, das machen wir ja auch, aber wir machen das irgendwie größer und auch nicht so in so einem kleinen, genauen Rahmen, find ich. Hast du schon Film gemacht? Mhm. Also ja, Film, Serie habe ich gemacht. Und Fernsehen. Und du hast ja auch einiges im Filmbereich gemacht, Fernsehen. Ja, also nicht so viel, finde ich. Ich könnte mehr drehen. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung. Wenn man sich für das Theater fest entscheidet, heißt es, dass man verzichten muss auf Dinge, die dann kommen. Wenn man fest am Haus ist, dann ist das eh so schwierig. Also fest bedeutet, dass Theater gewinnt. Weil man nie Zeit hat zum Drehen. Ja. Außer man kann sich wirklich nett fragen, ne? Aber man hat ja nicht so Chancen, immer hier so wirklich länger rauszukommen. Das lässt sich nicht mehr vereinbaren mit dem Theater. Das ist so schwierig mittlerweile. Und da die finanzielle Situation sowohl beim Film als auch am Theater heutzutage ganz anders ist als vor 20 Jahren, da bist du noch morgens mit dem Flugzeug nach München geflogen, hast gedreht und bist abends zur Vorstellung wieder zurückgeflogen. Das gibt's gar nicht mehr heutzutage. Also wenn du nicht die ganze Drehzeit frei bist, da wird's schon schwierig. Ich wollte halt alles hinkriegen. Ja, ich wollte super Hecht am Theater sein und gleichzeitig ganz schon mal einen Fuß drin haben beim Fernsehen und dann mich mal entscheiden, wie das geht. Das wäre natürlich auch toll. Die Hoffnung habe ich auch immer noch nicht ganz aufgegeben. Aber heute weiß ich, dass man das verdammt gut kommunizieren muss. Es gibt echt viele Schauspieler. Jetzt der höchste Super-GAU, den ich mal fabriziert habe, was ich auch wirklich selber mit Schuld bin, war, dass ein Drehtag wegen mir in Hamburg abgebrochen werden musste, weil mich der Regisseur nicht rausließ und ich mich nicht getraut. Es war aber gar nicht Endprobenphase oder es war gar nicht schlimm. Es war eine stinknormale Probe, die dann auch noch ausfiel für mich. Aber der Drehtag eben ganz kurzfristig auch. Ich war einfach nicht da. Ich habe da an dem Morgen angerufen und gesagt, ich kann nicht kommen. Ja, Ende vom Lied war, das war noch D-Mark, ich sollte 65.000 D-Mark zahlen, Ausfall, Dingenskirchen, dann haben wir uns Gehalt gegeben. Dann musste ich nach München reisen, dem Produzenten das erklären und der hat mich da Gott sei Dank rausgenommen. Und dann, das war es dann allerdings auch für diese wirklich nicht schlechte ZDF-Krimi-Sache. Aber sowas zum Beispiel, da hätte ich echt, würde ich mir wünschen, ich wäre da nochmal drei Wochen vorher, könnte ich mit mir darüber sprechen und sagen, pass mal auf, mach alles bitte in Ruhe, besprich alles offen und ehrlich, du musst nicht alles können, du musst es auch gar nicht alles hinkriegen und überlege erstmal langsam, was du machen willst und mach nicht alles gleichzeitig und dann plötzlich funktioniert alles nicht.
Und es gibt mittlerweile auch so viele Schauspieleragenturen. Als ich anfing, da gab es vielleicht 5 Schauspieleragenturen. Und wenn du da drin warst, das war der Hammer. Und irgendwann wurde das freigegeben und da konnte jeder eine Agentur aufmachen. Und deswegen gibt es so viele Agenturen und Karteien und Karteileichen und Agenten, die irgendwie wild darauf sind, Namen in ihrer Agentur zu haben, damit die anderen Schauspieler auch gebucht werden. Mhm. Und da muss man sagen, ich mache das bis zu dem und dem Punkt mit und oder auch nicht. Zum Geldverdienen hätte ich das sehr gerne getan. Aber es ist jetzt nicht so, dass nach den Fernsehdrehtagen, die ich hatte, ich in irgendeiner Weise ein erfülltes Gefühl gehabt hätte. Ich kenne auch kaum Kollegen, die das haben. Aber ja, es fällt nicht vom Himmel. So, und dann ist es dann doch meistens Fernsehen, wenn dann mal was passiert. Ach, und das ist ja meistens so, dass man denkt, okay, was für ein unglaublich spannendes Drehbuch, was für eine unglaublich spannende Szene, was für eine unglaublich spannende Rolle. Wie viel Gage kriege ich denn so? Wenn du aber einen tollen Film hast und es eine tolle Arbeit ist, das ist ja was ganz anderes. Ich würde natürlich unglaublich gerne in einen unglaublich tollen Autorenfilm mit einem unglaublich tollen Regisseur spielen. Dafür auch ohne Geld natürlich, also klar. Film? Also grundsätzlich müsste man ja sagen, ist das jetzt deutsches Fernsehen oder wirklich wäre das Film? Ja. Was ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied ist. Also, deutscher Film ist Müll. Deutsches Fernsehen ist Müll zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil. Also es gibt nur ein paar Kinoproduktionen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, von denen ich denken würde, schade, dass ich da nicht dabei war. Also ich, bei mir ist es so, ja, ich spiele lieber Theater, als dass ich Film mache. Aber ich mache natürlich auch nicht so tolle Filme, dass ich sagen würde, ich lasse die Schauspielerei am Theater ganz. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, die fetten Kinofilme drehen würde, würde ich mir das, glaube ich, überlegen. Deswegen ist so die Frage natürlich, wenn ich die Auswahl habe, ob ich jetzt einen tollen Shakespeare-Text mit einer tollen Regie spiele und ich habe einen Einfluss darauf, oder ob ich mich verkaufe dafür, dass ich unvorstellbar dumme Sätze sage für irgendwelche Verantwortlichen von irgendwelchen Fernsehsendern, die ihre Zuschauer für noch dümmer halten, als sie tatsächlich sind, dann entscheide ich mich in jedem Tag im Jahr eher für Shakespeare. Ich finde Theaterspielen interessanter. Du verdienst natürlich beim Film weitaus mehr. Ich meine, dass heute der Druck auf den Film so unglaublich hoch ist, also sowas wie Louis Bunuel und so, das würden wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr leisten oder Fellini oder so, weil es gar nicht mehr bezahlbar ist, wie die gearbeitet haben. Heute müsst du so und so viele Minuten mindestens am Tag produziert haben und möglichst noch mehr, wenn es eben geht. Und zur Not drehen wir halt mit 2 Teams. Also da ist überhaupt gar kein Spielraum für Aussetzer, für Fehler oder für Unvorhergesehenes oder für Unschärfe. Was ja auch, Heiner Müller hat immer gesagt, wir blinzeln alle viel zu wenig. Wir stellen alles immer scharf und wir müssen viel mehr blinzeln. Also ich weiß genau, was er damit meint. Also so in der Unschärfe entstehen nochmal ganz andere Sachen, ganz andere Dimensionen und so. Die Kollegin wartet schon. Komm, wir lassen jetzt mal. Ich habe noch eine Frage. Ja, das hat also wahnsinnig lustig, habe ich jede zweite Vorstellung, weil irgendwas geht immer schief. Aber ja, einer meiner Lieblingsanekdoten ist immer, wir hatten einmal den Sturm in Bonn. Und wir hatten eine Vorstellung, da ist wirklich komplett alles schief gelaufen. Das fing damit an, das Bühnenbild bestand aus einem großen Loch. Und um dieses Loch herum lagen Statisten. Und der Sturm begann damit, dass ein riesiges Aquarium, in dem wir Schauspieler rumschwammen, nach oben fuhr. Und wir mussten dann Ertrinken spielen und dann ist es wieder nach unten gefahren. Und dann fing sozusagen langsam das Stück an, das war der Prolog. Und dieses Ding fuhr nach oben. Und dann spielten wir alle, wir ertrinken und dann liegen wir irgendwann so als Wasserleiche nach oben, dann fährt das Ding wieder runter und es fuhr aber nicht runter. Sodass wir immer erstmal einatmeten und wieder einatmen und das Ding fuhr einfach nicht. Dann sind wir irgendwann natürlich ausgestiegen und klatschnass über die Bühne
gelaufen. Während des Abends sind dann noch zwei Statisten eingeschlafen, die da halt immer liegen mussten. Es war im Sommer, es war wahrscheinlich sehr warm. Und die haben dann irgendwann angefangen zu schnarchen. Da musste man sich manchmal so ein bisschen wach treten. Und die Kollegin, die den Prospero spielte, die hatte an dem Tag die Sprachfee da und hat sich also ständig, also wirklich ständig versprochen. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir irgendwann, also sie hat es geschafft zum Schluss, dass wir alle einmal abgegangen sind, weil sie vor Lachen, weil wir es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Sie war auch noch mit Mikropod verstärkt und so Sätze sagen wie, ihr seid noch immer im Zauber dieser Insel, dass ihr das, was wahr ist, nicht erkennen wollt. Und dann sagte sie, ihr seid so im Zauber dieser Insel. Und so ging das die ganze Zeit. Sie musste sagen, der ist der Sohn der Hexe und des Teufels. Und sie sagte dann, der ist der Sohn der Hecke, der Hexe. Und es hörte nicht auf. Und das ging irgendwann so weit, dass wir abgegangen sind. Und dann ging sie nach vorne an die Rampe und sagte zu Soufflöse, war immer noch verstärkt und sagte, ist doch gar nicht so schlimm, oder? Also das war schon eine sehr heftige Vorstellung. Die war sehr, sehr grenzwertig. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten. Da war es sehr geballt.